ja zum Pressekonferenz jetzt diesmal auch nicht vor einer ZOW, nicht vor der ZOW-Ausstellung von uns ist, hier im eigenen Haus präsentieren zu können, weil das ist das, was uns eigentlich 20 Jahre gefehlt hat, hier am Standort Räumlichkeiten zu haben, wo wir uns eigentlich auch, ich würde mal sagen, wirklich adäquat entsprechend präsentieren können. Deswegen waren wir mit Ihnen immer außerhäusig unterwegs und haben sicherlich auch dort tolle Plätze. Der Grundgedanke für das ganze Gebäude, also für diesen Modulbau, den wir hier entwickelt haben, besteht aus der maximalen Abkürzung der USB-Platte, viel zu kurz erwähnt. Sie sehen an den Decken jeweils die Fugen in einer Breite von 280 und in einer Länge, wenn sie gebaut sind, auf 1,50 m. Das ist auch der Grundausdruck dieses Gebäudes. Und darum ist es so gedacht, dass wir jedes Gebäude, jede Konfiguration mit diesem Grundrasen errichten können, um sozusagen das Produkt, die USB hier doch bestens auszunutzen, ohne Schnitt auszunutzen. Und die Überlegung so im Wettbewerb war damals wie eine japanische Tatami-Matte, wo auch die Räume nach innen gebildet werden. Ich möchte jetzt da nicht sagen, dass das gewählte Räume werden, aber das System ist sozusagen nicht dahinter.